Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie heißt Scheide zwischen Tag und Nacht. Erreiche die Spitze des Dainichi Mikoshi. Das ist eine versteckte Errungenschaft in Enkanomiya. Und wir müssen dafür den Auftrag Hyperions Klagelied erfolgreich abschließen. Dann bekommen wir diese Errungenschaft. Und der Auftrag startet. Ich habe eine Komplettlösung dazu. Aber falls ihr es erstmal ohne mich probieren wollt. Der Auftrag startet hier. In der Mitte des Dainichi Mikoshi. Und zwar müsst ihr in diesen Gang reingehen. In diesen Raum. Dafür müsst ihr erstmal die beiden Ruinenwächter besiegen und diese beiden Fackeln anzünden. Dann kommt ihr hier rein und hier drinnen findet dann auch die Quest statt. Und wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, könnt ihr dann eben das Dainichi Mikoshi ganz oben eben erreichen. Und ja, mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen. Also die Ruinenwächter besiegen, die Fackeln anzünden und dann eben hier hochreisen. Dann bekommt ihr die Errungenschaft. Hyperions Klagelied soll dann auch abgeschlossen sein. Und das ist alles, was ihr machen müsst. Wie immer sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und was mich auch freuen würde, wäre, wenn ihr in der Playlist in der Videobeschreibung vorbeischaut. Für viele weitere versteckte und noch nicht versteckte Errungenschaften, Tipps und Tricks und Guides dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.